Hallo? Na? Überrascht? Ja, ich auch. Wir haben heute wieder mal die Ehre, ein Food Hall zusammen zu machen. Ich bin genauso überrascht wie ihr gerade auch. Vorweg, Entschuldigung, dass ich mich hier so hinhocke, aber die übliche Food Hall Position ist einfach... Ja, das passt nicht so für meine Größe, sagen wir mal so. Deswegen machen wir das irgendwie schon, ne? Dann würde ich sagen, wir waren ich war eben mit meiner Tante und Jessys Oma, weil ja heute die Geburtstagsfeier von Jessys Oma ist, einkaufen. Wir waren bei Aldi und Edeka und noch kurz im DM. Und ja, ich habe 55, glaube ich, knapp 50 Euro ausgegeben. Zeige ich mal, das, was ich da so Schönes besorgt habe, ne? Und wir legen los. Als erstes haben wir einmal hier die normalen Samstagsbrötchen zum Frühstück von Aldi. 3 Stück. Als nächstes haben wir dreimal französisches Le Français de Baguette, Le Pain de Français. Ich habe keine Ahnung, wie der Lateiner sagt. Dann haben wir hier zweimal Rahmspinat. Ha! Das ist doch mal eine wunderbare Erklärung, würde ich sagen. Dann zweimal normale Aufbackbrötchen. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich für morgen früh sein, fürs Frühstück. Zweimal Milch. Dann haben wir noch einmal Körnerbrötchen. Das ist wahrscheinlich auch morgen fürs Frühstück. Ja. Alles klar. Dann, guten Flug, ne? Ja. Bleibt da schön liegen. Dann haben wir als Brot ein kleines Toast. Ich räume das direkt weg. Ein Speer direkt hier. Dann ein Glas knackig, würzig, süß-saurer, knackig, frisch. Das ist aber keine gute Werbung, beziehungsweise kein gutes Marketing. Liebe Firma, die diese Cornichons herstellt, weil hier steht nämlich zweimal knackig drauf und ja. Knackig, würzig reicht schon, da braucht ihr nicht nochmal knackig, frisch dahin zu schreiben. So, dann wisst ihr, die Cornichons knackig, würzig und knackig, frisch und natürlich auch süß-sauer. Einmal dann noch eine normale Salatgurke. Dann war ich auch noch kurz im DM. Einmal Deo für Jessie, einmal Deo für mich. Da haben wir einmal hier dieses Gyros-Geschnetzelte. Das ist wahrscheinlich für ein Gericht diese Woche. Beziehungsweise ich gucke mal hier auf den Essensplan, der hier bereitgelegt wurde. Von mir selber natürlich. ja, das ist für ein Gericht diese Woche. Das war bei Aldi im Angebot für, keine Ahnung, ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war es nicht sehr teuer. Dann habe ich einmal Zwiebelwurst mitgenommen, 30% reduziert. Dann einmal Käse, und zwar Maßdammer dieses Mal. Ich mag den zwar nicht, aber ich dachte mal, ist was anderes. Dann habe ich einmal mal 30% reduziert Putenbrust und mein Favorite, also mein guter Favorite Schinken bei Aldi, dieser Buffet-Kochschinken, der ist echt lecker. Dann hat Jessie von meiner Tante einmal, wie immer, Schokofresh bekommen. Ein Paket Eier. Wenn einer so ein Paket Eier sagt, da fällt mir immer dieses coole Zitat von Oliver Kahn damals ein. Eier, Eier, wir brauchen Eier. Warum ist hier Gurkenwasser? Ist das Glas etwa kaputt? Und zwar war bei Aldi auch im Angebot, aber ich wollte eigentlich die Backfischstäbchen haben. Ups, jetzt habe ich mich schon verraten. Ich wollte das eigentlich so richtig cool anteasern. Fischstäbchen. Und zwar die normalen, denn die Backfischstäbchen waren leider komplett vergriffen. Aber mir macht das absolut nichts, denn ich bin offen, was Fischstäbchen angeht. Dann haben wir noch einmal, der war auch, glaube ich, im Angebot. Einmal Saftkochschinken. Der ist auch super lecker. Dann wird es diese Woche einmal, wer kennt's nicht, Rosenkohl, die alte leidige Rosenkohlgeschichte. Entweder man mag ihn oder man hasst ihn, es gibt nichts dazwischen. Leute, die Rosenkohl mögen, sind von innen hohl und Leute, die Rosenkohl nicht mögen, sind richtig kohl. Ha, das war jetzt so ein richtiger Poetry Slam Pool, ja, Rosenkohl. Ne? Also ich mag's nicht so gerne. Ich esse zwar so 2, 3, 4 Dinger, mehr aber auch nicht und dann reicht mir das schon wieder für gefühlt 10 Jahre und Jessie ist da ja voll into it. Ist ja fast ihr Lieblingsgemüse und ja. Wie gesagt, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Es gibt nichts dazwischen. Dann haben wir hier noch einmal Zitterwälder Brot von ihrem Mühlenbäcker. Original Eifeler Weizenmischbrot.
Bei Edeka habe ich einmal hier diese, ja, dieses Nudelfix-Paket geholt mit Tomatensoße und geriebenen Hartkäse. Dann war einmal bei Edeka reduziert auf 70 Cent Schokoküsse. Da kann ich eigentlich fast nie vorbeigehen, nicht? Ne? Das ist schon. Dann haben wir hier einmal ein Paket Hollandaise. Dann war ich noch in einem Schreibwarengeschäft, weil bei Teddy, bei DM, bei Wolwort gab es kein Plastik, also kein Plastikbesteck. Das gibt es ja jetzt nicht mehr, aber so Mehrwegbesteck oder so. Also halt was nicht so aus Holz ist, weil Holzbesteck ist an sich eine gute Idee, aber das schmeckt halt so, als würde jedes Mal ein Stück Baumrinde mit essen. Und ja, so Mehrwegbesteck ist ja dann vollkommen okay. Und ja, da habe ich einmal zwei Pakete Gabeln geholt, weil wir haben keine Gabeln mehr davon. Sei zu erwähnen, dass das sehr wahrscheinlich auch noch für heute die Party ist. So, sind wir schon fast am Ende, sehe ich gerade. Einmal, was ist denn heute hier los, Freunde? Ein Sack Kartoffeln für einmal Äpfel. Braeburn-Äpfel, die haben wir schon letzte Woche, glaube ich, geholt und die sind super lecker. Also ich glaube, den letzten Sack habe ich eigentlich komplett alleine gegessen, also die sind super gut. Ich bin normalerweise sehr wählerisch, was Äpfel angeht. Was ist? Ja, bitte. So, da wurde ich jetzt mal eben gerade kurz unterbrochen. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin sehr wählerisch, was Äpfel angeht. Ich mag nicht jeden Apfel. Ich mag eher diesen sauren, aber nicht zu sauren, sondern doch noch süßen Apfel. Also kein grünen Apfel, weil die sind mir zu sauer. Packen wir den auch schon direkt hier rein. Das sind die zwei alten. Zwei Sachen habe ich jetzt noch vergessen, und zwar eine Sache, die habe ich wirklich vergessen. Da muss ich gleich noch los, und zwar sollte ich noch einen Tortenboden holen. Das habe weder ich noch Jesse noch auf die Liste geschrieben. Das heißt, ja, ich habe es einfach vergessen, kann man mal so charmant sagen. Da werde ich mich gleich noch ins Auto schwingen und den noch gerade schnell besorgen, weil ich glaube, Jesse wollte heute noch einen Kuchen machen. Und ich habe noch eine Kiste Mineralwasser sprudelndes. Leckeres, feinstes Mineralwasser gekauft. Also Jessys Oma hat ihre Sachen schon unten, die hat ihre Sachen ja selber gekauft, konnte sie ja diesmal nicht mehr mit dabei. Und ja, kommen wir direkt zum Essensplan. Wie schon eben erwähnt, habe ich den hier vor mir liegen. Und zwar wird es ja heute, wie wahrscheinlich zu erwarten, nichts Großartiges zu essen geben, denn es ist ja die Geburtstagsfeier unten. Und morgen soll es dann, ich denke mal, da wird noch was einiges übrig bleiben. Deswegen steht hier Nudeln mit Käsesoße. Das ist so ein Platzhaltergericht, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, wir werden aber morgen wahrscheinlich eher die Reste aufessen. Am Montag soll es dann Kartoffeln mit Rosenkohl und Gyros geben. So zwei von drei bin ich dabei. Beim dritten, ja, ne, wie gesagt, muss man nicht haben, kann man machen. Am Dienstag gibt es dann Pierogi, die haben wir noch unten eingefroren, die sind noch von Weihnachten und noch von meiner Mutter von letztem Jahr und ja, da ist auf jeden Fall noch fast eine ganze Pierogi-Schublade übrig. Am Mittwoch gibt es dann das Nudel-Kit mit, also die Nudeln mit Tomatensauce und einem leckeren, feinen, knackig würzigen Gurkensalat. Natürlich nicht aus den Cornichons, sondern aus der Salatgurke. Am Donnerstag wird es dann überbackene Zwiebelsuppe geben. Ich frage mich, warum das da drauf steht, weil für mich ist das schon mal gar nichts. Ich mag absolut keine Zwiebelsuppe, weil, ja, ich habe ein schweres Zwiebelverhältnis. Ich mag Zwiebeln wirklich nur, wenn sie gegart sind. Ich weiß, das ist jetzt ein Widerspruch in sich. In einer Zwiebelsuppe sind die gegart, aber diese Suppe schmeckt so zwiebelig, dass man quasi in eine Zwiebel beißen könnte und es würde genauso schmecken. Ich denke mal, da werde ich schon eine gute Alternative finden und ich hoffe, dass es den beiden anderen sehr gut schmecken wird. Am Freitag, darauf freue ich mich schon sehr, wenn ich das hier so lese, weil ich habe den Essensplan eigentlich vorher gar nicht angeguckt. Am Freitag gibt es dann Stampfkartoffeln mit Spinat und den leckeren Fischstäbchen. Das hatten wir, glaube ich, schon echt ewig nicht mehr und ich freue mich da schon richtig drauf. Ja, das war es dann mit mir. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Eine überraschende
überraschenden Food heute mit mir. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denn, Antenne. Tschaußen, ihr Banausen. Ja.